Hallo? Buongiorno, was ist denn schon wieder los, Danielli? Mamma mia! Was, du Marken mit meinem Lamborghini für den Sommer? Sommer bald vorbei, wo ist mein Auto? Wo ist es? Musst du noch ein bisschen warten. Pizza Pepperoni. Scheiß drauf. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir einen wilden Vlog zusammen und es gibt ein Thema, zwei Themen, drei Themen, die ich euch unbedingt erzählen muss. Erstes, Lamborghini hat mich angerufen vor einigen Monaten und meinte, hey, wir hätten da noch einen Ausläufer, den du bestellen kannst. Einen Lamborghini Technica. Ich zeige ihn euch. Achtung. Huracan Technica, Leute. Dieses wunderbare Fahrzeug. All black. Ihr seht, richtig, richtig böse. Der letzte V10. Und ja, ich habe einen Anruf bekommen. Es hieß, pass auf, es gibt eine letzte Quote. Hast du nicht Bock? Es gibt ein paar vordefinierte Farben. Ich dachte mir so, ey, ich glaube, dieses Auto macht Sinn. Erstens, super schönes Auto für den Sommer. Zweitens, definitiv meines Erachtens auch immer noch eine kleine Wertanlage, weil eben der V10 so nicht mehr gebaut wird. Und das wusste ich natürlich schon im Vorfeld. Also habe ich gesagt, okay, let's do it. Relativ low gespeckt, also nicht so teuer gespeckt, was glaube ich auch ganz gut ist. Einfach all black, schön clean, kann man mit Sicherheit schöne Sachen mitmachen. So, es hieß, Auto kommt Juni, Juli, kannst dich drauf freuen. So, was haben wir jetzt? Nicht Juni, Juli, es ist schon viel später, Auto kommt im Oktober. Das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um ein Auto zu bekommen, mit dem man dann schön den Sommer genießen kann. Schön durch den Schnee fahren, freue ich mich drauf. Wollte ich euch einfach mal ganz kurz mitteilen. Aber das heißt natürlich, ich musste mir Abhilfe schaffen für das Sommerfahrzeug. Und das zeige ich euch jetzt. Guten Tag, meine Freunde. Das ist doch ein wunderschönes Fahrzeug. So, ich fahre ihn einmal kurz rein und dann sprechen wir drüber. Habe ich euch jetzt einen fetten schwarzen Streifen gezogen? Oh shit! Schöne Autos hier. So, fahren wir einmal hier rein. Ah! Feststellbremse vergessen. Klassiker. So. Jetzt aber. Leute. So, ihr habt das im letzten Jahr, glaube ich, schon mal gesehen, dass ich mit Canem zusammen was gemacht habe. Und damals haben wir den Ryker abgeholt. Falls ihr euch nicht erinnert, so sah das aus. Dann geht's aufs nächste Gefährt. Da freue ich mich wirklich auch sehr, sehr drauf. Ich glaube, das ist auch extrem Bock. War sozusagen das Einsteiger-Spaßmobil für den Sommer. Und ich sage euch ehrlich, das ist etwas, was man komplett unterschätzt. Weil ich weiß jetzt schon wieder, wie alle in die Kommentare reinschreiben, ja, du brauchst ein Motorrad und so weiter und so fort. Genau diese Vorteile, sage ich euch ehrlich, hatte ich auch. Aber das Ding hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und jetzt gibt es aber von Can-Am die deutlich stärkere Version, nämlich den Can-Am Spider F3S. Dieses wunderbare Ding ist das neueste Modell, kam dieses Jahr raus, also auch mit diesem Farbspec und ist im Vergleich zum Ryker nochmal deutlich stärker. Hier haben wir 115 PS, wir können schalten, 6 Gänge durchballern, haben richtig Power, können auch echt gute Burnouts ziehen, wie ihr gerade eben schon gesehen habt. War nicht mal gewollt und es ist schon passiert. Und tatsächlich habe ich vor 2-3 Tagen mal das Ding hier reingefahren und ich zeige euch, was da passiert ist. Da habe ich auch wieder gedacht, ich bin besonders schlau und mache einen coolen Move. So. Ja, danke für nichts, Daniel, hast du super gemacht. Ja, nicht ganz so, wie ich das geplant hatte, aber passiert nun mal. So, und das Ding, ich sage euch ehrlich jetzt, wann nimmt man sowas? Ich weiß eben, dass echt viele Vorurteile haben oder vielleicht denken, hey, das ist irgendwie nicht cool genug. Ich sag's euch ehrlich, wenn man keinen Motorradführerschein hat, das ist ja schon mal der erste riesige Pluspunkt. Du brauchst hierfür keinen Motorradführerschein. Du kannst es mit deinem ganz normalen Autoführerschein fahren.
Und wenn man vor allem etwas will, das vielleicht einem etwas mehr Sicherheit gibt und etwas mehr Komfort vor allem, ist das echt genau das Richtige. Heißt, man kann mit dem Ding nicht umkippen, in diesem klassischen Sinne. Ne? Außer man würde wahrscheinlich es komplett übertreiben. Aber du hast diese Gefahr wie beim Motorrad definitiv nicht. Du hast natürlich auch ein bisschen mehr Schutz, nicht viel mehr. Und vor allem aber, wenn du länger fährst, hast du halt auch Komfort. Du kannst sitzen. Wir waren mit diesem wunderbaren Ding nämlich im Sommer schon in Nizza unterwegs und sind dann eine Runde gefahren und so sah das aus. Ich glaube, das ist etwas, was man einfach mal ausprobieren muss. Also wo man sich echt mal drauf einlassen muss. Ich war da auch sehr skeptisch, aber habe da echt Spaß dran gehabt und hatte einen richtig geilen Tag. Und gerade für so einen Sommertag am See mit der Freundin irgendwo hinfahren, kommt schon echt nice, macht echt Bock. Und dieses Topmodell jetzt, der Spider, der hat natürlich jetzt, sag ich mal, schon nochmal wirklich Bums. Also man kann echt Gas geben, ist richtig cool. Wir können speakermäßig hier Musik drauflegen und wir haben sogar eine Original Akrapovic-Anlage. Ja, also auch das einmal anschauen. Akrapovic mit drauf, mit Carbonverblendung. Also da ist alles mit am Start. Und ich habe mir gedacht, dass wir heute einfach mal gemeinsam das Erleben und eine Ausfahrt machen können, verbinden wir das mit etwas, was ich jetzt schon seit längerer Zeit mache, nämlich mit meinem Flugschein. Ich habe nämlich heute für mich das allererste Mal einen Solo-Überlandflug. Ihr wart, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, falls nicht, das jetzt unbedingt tun, dann verpasst ihr nichts. Falls ihr das Video gesehen habt, ich bin schon mal solo geflogen. Heute ist ein großer Tag. Heute fliege ich das allererste Mal alleine. Thank you. Oh mein Gott. Leute, checkt ihr, was jetzt gerade passiert. Ich werde jetzt das erste Mal mit euch zusammen ein Flugzeug bewegen und es gibt niemanden, der mir helfen kann. Wir fliegen! Na, also alleine habe ich jetzt schon oft gemacht, aber noch nie über Land. Heißt, ich bin noch nie vom Platz weg mal wirklich längere Zeit. Und genau das werde ich heute das erste Mal machen. Das ist wirklich was sehr Aufregendes, aber auch etwas, was mir unheimlich viel gibt. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt mal gemeinsam zum Flugplatz, steigen in den Flieger und kommen hoffentlich auch wieder gemeinsam zurück. Los geht's. So, dann machen wir mal gemeinsam an. Einmal natürlich die Zündung an. Jetzt sehen wir hier, fährt alles hoch. Und jetzt haben wir hier einmal die Ansicht. Jetzt wollen wir natürlich eins gleich machen. Und zwar Sport. Wir wollen das Ding auf Sport stellen. Und wir haben auch ein Touchscreen. Also ihr seht schon, das Ganze ist mit Touch. Ihr könnt jetzt hier das Menü aufmachen oder wegfahren lassen. Schauen wir einmal hier. Ihr seht, Telefon verbinden, Statistik. Seht ihr natürlich ein paar Informationen. Noch ein paar andere Einstellungen, aber wir wollen jetzt natürlich vor allem mal kurz eins machen. Wir wollen hier schön die Ansicht haben und dann loslegen. So, hier macht man das wunderbare Gefährt an. Also, zack, Parkbremse einmal lösen. Erster Gang, der wird hier reingemacht. Also hier schaltet man hoch und hier runter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Rückwärtsgang gehen will, dann muss ich hier am Gaspedal nach oben und dann hier einmal draufdrücken. Und zack, ist Rückwärtsgang drin. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gehen in den Vorwärtsgang. Bremsen tut man hier unten, also mit dem Fuß. Ganz wichtig, das ist die einzige Bremsmöglichkeit. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg zum Flugplatz. Was ein herrlicher Tag, Leute. Kurz einen kleinen Drift gezogen. Das Schöne ist einfach, es ist einfach zu fahren. Ne? Man muss nicht wie beim Motorrad das wirklich lernen von der Pike auf, sondern man hockt sich hier drauf und man fühlt sich von Anfang an wohl. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, beide Räder vorne zu sehen. Das heißt, du kannst das Fahrzeug super gut positionieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier ganz nah an den Körper fahren will, kein Problem. Easy. Tschüss. Mir jetzt die Fresse weggepustet hier, ey.
Also so bis 100 super chillig, danach so 150 ist schon doll. Würde ich jetzt nicht empfehlen, den ganzen Tag zu machen, aber gut. Baden-Württemberg sind wir jetzt übrigens, in Baden-Württemberg. Ja. Da wo das Abitur deutlich leichter ist als bei uns. Kann man schon reindappen in die Bremse. Genau das meine ich, ne? An so einem Tag wie heute. Es ist schönes Wetter. Es gibt irgendwie schöne Landstraßen, wo man rumfahren kann. Das ist schon echt ein Lebensgefühl. Das macht wirklich total Laune. Richtig gut. Und tatsächlich schauen die Leute auch. Also ich habe bisher immer so das Gefühl, das Feedback, wenn du mit dem Ding irgendwo offrockst, ist wirklich sehr positiv. So Leute, und da müssen wir jetzt hin. Grüß dich. Warte, ich nehme kurz meinen Hammer. Hallo. Junge, hat es mir bei 180 die Fresse weggepustet. Da muss man sich richtig festhalten, ey. Das ist gar nicht so ohne. Ey, Entschuldigung bitte. Das ist übrigens Matthias Dolderer, Red Bull Air Race Pilot war einmal. Fliegt komplett crazy. Bleib mal kurz ein. Here he comes to the line. Germany or Austria? It's Germany. Can you believe it? So, also. Geil, es macht echt Spaß, aber es macht viel mehr Spaß auf der Landstraße, muss ich dazu sagen. Also das Ding ist einfach für die Landstraße gemacht. Sehr, sehr nice. Der Matthias, das hier ist Flugschule Tannheim. Wir waren ja zuerst in Ungarn, haben aber geswitcht, weil da gab es leider ein Unglück in Ungarn und das war alles nicht so toll. Deswegen, wir sind jetzt hier und der Matthias und seine Schwester, die machen diesen Flugplatz. Hier können wir die ganze Ausbildung machen. Hier sind wir jetzt sehr, sehr weit gekommen. Wir müssen nicht mehr so viel machen, aber heute ist auf jeden Fall schon mal ein neuer guter Step. Zieh mich mal aus, das wird nicht heiß. Ja, und ich werde komplett alleine fliegen. Mensch, ist das schön, hä? So Leute, jetzt kommt mal mit, ich zeige euch mal meine Maschine. Zuletzt in dem Video sind wir immer eine 152er Cessna oder wie auch immer man es sagt, geflogen. Das ist jetzt die Stufe größer. Das ist eine 172er, das heißt, es ist nicht nur eine Zweisitzer, sondern das ist theoretisch sogar eine Viersitzer. Ist natürlich für heute so mal egal. Komm mal hierher, dann zeigen wir mal das Cockpit ein bisschen. So sieht der Spaß aus, wenn ich jetzt gleich fliege. Also die Anzeigen sind sehr ähnlich wie damals auch, ne? Das ist ja in jedem Flieger irgendwie relativ gleich. Wir haben jetzt hier noch ein Navi mit drin und so weiter. Hiermit wird geflogen und gesteuert. Ne? Relativ wild, glaube ich. Wenn man das nicht kennt oder wenn das neu ist, auch bei mir am Anfang war es natürlich so, boah, das ist komplett verrückt, was passiert hier. Es fühlt sich auch nach wie vor noch irgendwie schon besonders an. Also ich kann ehrlich sagen, dieses Gefühl in der Luft zu fliegen ist für mich schon mit das Heftigste, glaube ich, was es gibt. So ne, wenn man jetzt mal alles nimmt, wenn du alles zusammennimmst an Fahrzeugen, was man so sich vorstellen kann, fliegen ist schon nochmal eine andere Dimension einfach. Klar, geht auch nach oben, ne? Aber ja, auf jeden Fall mega. Macht echt Spaß. Ich kann euch mal kurz noch mein Handy zeigen, wie das da aussieht. Dann seht ihr mal, wo ich heute hinfliege. So schaut das Ganze hier aus. Also wir sind jetzt gerade hier in Tannheim. Ja, hier, das ist der Flugplatz. Hier ist Memmingen, das ist ein größerer Flughafen. Und jetzt fliege ich dann heute hier über Laupheim. Das ist hier noch Erbach, Blaubeuren, das sind alles Flugplätze. Bis nach Bad Ditzenbach. Nur mal zur Einordnung, hier ist Stuttgart. Also kurz davor quasi drehe ich dann hier rum, fliege dann hier entlang und dann über Günzburg, Tannhausen wieder nach Hause. Also das ist einmal die Route, die ich jetzt hier mache. Wie viele Kilometer sind das? Jetzt habe ich es verstellt hier. Das sind 101 nautische Meilen und ungefähr 1 Stunde 3 Flugzeit. Und 101 nautische Meilen, das ist, also kannst du dir vorstellen, das sind 180 Kilometer ungefähr, die wir jetzt hier fliegen. Also Freunde, jetzt ist es soweit. Ich mache mich auf den Weg. Headset noch, Halterung noch, ne? Handyhalterung noch schnell machen. Dann bis in einer Stunde. Tschüss. Delta Echo Bravo, Delta Mike, Rolle zur 27 für Soloflug. Delta Mike. Ja Leute, jetzt stehen wir hier, jetzt warten wir noch ganz kurz ab, denn von hier vorne kommt jetzt ein Flieger. Delta Kilo Lima, Endanflug, 27. Da haben wir es gerade, Endanflug.
Der landet jetzt schnell, den lasse ich noch schnell durch. Ich habe jetzt alle Checks gemacht, die man machen muss an diesem Flieger, bevor man losstartet. Man hat hier eine Checkliste, ganz wichtig. Hier ist mein Handy, das nutze ich als Hauptnavigation, habe aber als Backup hier auch noch ein Navi drin. Und werde jetzt hier einfach schön gleich meine Route fliegen. So, jetzt sehen wir hier einmal, wie er reinkommt. Achtung. So, der geht dann auch gleich wieder weiter, glaube ich. So, wir schauen einmal. Schaut mal gut aus, den lassen wir noch schnell gehen. Der geht hoch. Delta Echo, Bravo Delta Mike, startet 27. Delta Mike, der Wind aus südwestlichen Richtungen 8 Knoten. So, los geht's. Das ist so ein krasses Gefühl, Leute. Einfach, ich sitze einfach hier alleine. Das wird wahrscheinlich noch länger dauern, bis das nicht mehr sich komplett crazy anfühlt. Aber ja, es ist wirklich Wahnsinn. So, und jetzt drehen wir hier mal ein bisschen ab. Wir wollen ja schließlich hier weiterfliegen. So, jetzt gibt es noch ein bisschen an Höhe. Soweit schaut alles gut aus. Öldruck gut, Temperatur gut. Delta Echo Bravo, Delta Mike. Ja, ich höre Sie jetzt. Cessna 172, Schulungsflug Solo, komme aus Tannheim. Mache nur eine Nordrunde und lande dort wieder und bitte Verkehrsinformation. Ja, verstanden. Den Transponder bitte auf 4452 und das UNH für die 1014. Ja, Leute, jetzt sind wir 4000 Fuß. Jetzt kann man von hier oben alles genießen. Jetzt kann ich es auch genießen. Jetzt ist man in so einer guten, sicheren Höhe auch. Ich habe jetzt hier am Transponder 4452 eingestellt. Das heißt, ich werde jetzt überwacht von langen Informationen. Das ist quasi so ein flächendeckendes, nennen Sie jetzt mal eine Hilfestellung quasi. Jetzt höre ich mal lieber auf zu labern, bis ich ganz oben bin. So, machen wir mal die Drehzahl ein bisschen runter. Hier tritt man jetzt quasi den Flieger aus, ne, dass man, ihr seht es, dass man möglichst eben fliegt und nicht mehr viel lenken muss. Jetzt sehe ich, ich steige immer noch ganz leicht. Ich versuche es nochmal. Es fällt so ein bisschen runter. Ja, fast ein Stückchen zu sehr. Ja, passt schon. So, haben wir auch ein bisschen Thermik hier. So, wir sind auf jeden Fall gut auf der Route. Das passt soweit. Wir überfliegen jetzt Laupheim. Die Lüftung machen wir ein bisschen runter, dass nicht ganz so stark bläst. Drehzahl ist ein bisschen hoch. Machen wir mal runter, dann leanen wir auch mal, um Sprit zu sparen. So, ihr habt es gehört. War ein bisschen zu mager, dann gebe ich wieder ein bisschen rein. Das macht man, damit man in der Luft nicht so viel Sprit verbraucht. Also ich habe jetzt guten Liter, nicht einen Liter, eine Gallone weniger. Also das war schon mal hilfreich auf jeden Fall. Ja, und jetzt fliegen wir hier durch die Luft hindurch. Hi, hier bin ich wieder, ungefähr eine Dreiviertelstunde später. Alles lief gut. Der Flieger fliegt schön, bin jetzt aktuell 4000 Fuß und bin jetzt noch so ungefähr 6 Minuten von Tannheim entfernt. Heißt, ich werde jetzt dann gleich ein bisschen sinken auf 2700 Fuß, das ist die Platzrunde. Und dann werde ich landen und dann ist das hier hoffentlich alles gut gegangen. So unfassbar schönes Gefühl, es hat sich so gut angefühlt, aber ja, nichts zu meckern, alles top. Oh, perfekt, Digga. Zum Abschluss hier noch ein Absturz. Delta Whisky Tango, rechter Queranflug 27. Delta Delta Mike, rechter Gegenanflug 27. So, bin auf jeden Fall gut zu hoch. Ja, also was ihr jetzt gesehen habt, war an sich eine okaye Landung, aber ich war jetzt so krass irritiert, weil dieser langsame Flieger jetzt vor mir war, hat mich ein bisschen irritiert, die war relativ nah, die Maschine. Deswegen habe ich irgendwie jetzt gerade so, war ich kurz so, was mache ich jetzt? Und habe nicht so genau oder nicht früh genug quasi an Höhe verloren und war deswegen eigentlich jetzt zu hoch. Das ist nicht schlimm, weil die Piste ist lang genug, kann man auf jeden Fall besser machen. Aber alles gut. So, es ist geschafft, Leute. Ja! Geil. Ey, bin wieder da. What's up, my guys? Bin wieder da. Geil. Unfassbar geiles Gefühl. Natürlich mit Bravour geweißt, meine Landung war ein bisschen hoch, aber naja, hat schon gepasst.